Hey Leute, der Leichtebäcker hier und heute machen wir ein Bananenbrot. Und mit dem Kuchen, der sich Bananenbrot nennt, hat unser Bananenbrot natürlich gar nichts am Hut. Alles, was ihr dafür braucht, seht ihr hier. Und wir brauchen einen Ofen. Na dann lasst uns mal anfangen. Wir starten, indem wir einen Sponge zubereiten. Dafür nehmen wir 140 Gramm Weizenmehl Typ 1050, 140 Milliliter Milch sowie 15 Gramm frische Hefe. Das hat einen Anteil von 3,5% oder 5 Gramm, falls du Trockenhefe benutzt. Das ist auch die komplette Hefe, die wir in unserem Brot benutzen werden. Und das führt mich auch direkt zu dem Unterschied zwischen Sponge und Poolig. Denn im Sponge verwendet man Milch anstatt Wasser und die komplette Hefe aus dem Rezept. Während im Poolig man nur eine kleine Menge Hefe benutzt und eben Wasser anstatt Milch. Und weil man Milch benutzt, ist es, denke ich, offensichtlich, dass man auch den Sponge nicht allzu lange bei Raumtemperatur stehen lassen kann. Und nachdem wir jetzt alles miteinander verrührt haben, können wir den Teig abdecken und lassen das Ganze für 2 Stunden ruhen. Und nach 2 Stunden schau dir mal an, wie richtig schön unser Sponge aussieht. Der ist richtig klasse aufgegangen. Richtig schön aktiv, überall sind kleinere und größere Bläschen. Klasse. Als nächstes machen wir mit dem Hauptteig weiter. Dazu nehmen wir 110 Gramm Weizenmehl Typ 1050, 120 Gramm Weizenvollkornmehl sowie 70 Gramm Dinkelmehl Typ 1050. Dazu geben wir dann noch 6 Gramm Salz, das hat einen Anteil von 1,3%, sowie 37 Gramm Zucker, das hat einen Anteil von 8,5%. Wir benutzen jetzt hier auch nicht ganz so viel Zucker, weil wir kein wirklich süßes Brot haben wollen, sondern mehr so einen Hauch an Süße. Die reifen Bananen bringen ja schließlich auch noch eine gewisse Süße mit. Dann noch 140 Milliliter Wasser. Weil wir das Ganze ja mehr wie ein Brot haben wollen und weniger wie ein Kuchen, geben wir jetzt Wasser dazu, anstatt noch mehr Milch hinzuzugeben. Und dann ca. 180 Gramm gequetschte Banane. Ich habe mir das Ganze jetzt schon vorbereitet und brauche das dadurch nur noch zu den restlichen Zutaten hinzugeben. Wie du die Banane quetscht, spielt dabei keine Rolle. Ob du da jetzt sowas wie einen Zauberstab benutzt oder einen Kartoffelstampfer oder einen Mixer mit einem Stabmixer oder einfach mit einer Gabel, das ist komplett dir überlassen. Und zuletzt geben wir auch noch unseren Sponge hinzu. Und mit ein klein bisschen Editing Magic verknete ich das Ganze, wechsle die Schüssel und mache einen Deckel drauf. Und so lassen wir das Ganze jetzt für 2 Stunden ruhen. Und nach 2 Stunden schau dir mal an, wie richtig schön gelblich unser Teig aussieht. Und auch richtig schön aktiv ist das Ganze. Überall sind wieder kleinere und größere Blasen. Super klasse. Jetzt bemehlen wir uns schnell die Arbeitsfläche und leeren den Teig darauf aus. Und ebenfalls bestäuben wir den Teig mit ein wenig Mehl. Und dann kneten wir den Teig auch schon wieder zurück. Dazu schlagen wir die Seiten um in die Mitte. Und dann können wir den Teig auch schon rund würgen. Ich nehme jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Mehl von der Arbeitsfläche auf, damit der Teig etwas mehr Stabilität bekommt. Weil der Teig doch relativ feucht ist und ich will nicht, dass er allzu sehr zu den Seiten wegläuft. Dann noch schnell aufs Backblech gelegt und mit ein bisschen Mehl bestäubt. Und du solltest dir besser das Backblech festhalten, was ich dann auch gemerkt habe. Dann den Teigling abgedeckt und der kann jetzt für 30 Minuten ruhen. Währenddessen bereiten wir uns schon mal den Backofen vor. Diesen stellen wir auf 210 Grad Ober- und Unterhitze. Und ebenfalls stellen wir eine Schüssel mit Wasser in den Ofen, um Dampf zu erzeugen. Und nach 30 Minuten ist der Teigling auch schon bereit, in den Ofen zu wandern. Ich verpasse dem Teigling jetzt noch ein paar Einschnitte, aber es ist natürlich komplett dir überlassen, ob oder wie du deinen Teig einschneiden willst. Und eigentlich solltest du beim Einschneiden vom Brot auch immer ein scharfes Messer benutzen. Bei mir ist es anscheinend mal wieder Zeit, mein Messer zu schärfen. Und dann ab in den Ofen mit dir. Bei 210 Grad backen wir das Teigstück jetzt für 40 Minuten. Viel Spaß beim Ofenkino! Wow, und jetzt guck dir mal an, wie geil das Brot ausschaut. Das hat den perfekten Bräunungsgrad. Zum Anbeißen lecker sieht es gut aus. Und es riecht auch jetzt schon richtig gut.
Dann machen wir mal noch schnell die Klopfprobe, um zu sehen, ob das Brot auch fertig gebacken ist. Und das Backpapier muss natürlich auch noch entfernt werden, um Schwitzwasserbildung unter dem Brot zu verhindern. Und das klingt doch super hohl. Dann lassen wir das Brot jetzt direkt mal auskühlen. Und nun können wir es endlich anschneiden. Ich kann jetzt auch verstehen, wenn du sagst, das Bananenbrot tönt dich jetzt erstmal gar nicht so sehr an. Aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, das mal nachzubacken, weil das ist geschmacklich doch wirklich super, muss ich sagen. Und gar nicht so intensiv nach Banane. Und mit dem Kuchen, der sich Bananenbrot nennt, hat das auch absolut gar nichts zu tun. Wir machen hier immer noch ein ganz normales Brot, wie du ja jetzt selber gesehen hast. Einfach nur mit einem leichten Bananengeschmack und einer leichten Süße. Also man kann das auch noch sehr gut zum Abendbrot essen. Aber genauso kann man es natürlich auch perfekt zum Frühstück benutzen. Also einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann liken, subscriben, erzähl auch all deinen Freunden davon. Das wird mir unfassbar weiterhelfen und dann sehen wir uns im nächsten Video.